Ja, Dynamite, Tropf, Sesame, ja. Ah, 2-0-0-0. Yes, yo, Dynamite Deluxe Rule, das ist nicht nur eine Behauptung. Denn dass wir einzigartig klingen, sagen euch sogar die Taubstummen. Ja, Hip-Hop ist im Aufschwung. Doch da MP3 und zum Käufer klauen, bin ich wohl nicht der Typ, der sich in nächster Zeit einen dicken Beamer holt oder sich Häuser baut. Ich fühl mich wie ein Analphabet, den keiner versteht. Von einem Mann am Planet, der neben dem Ballermann steht. Der neue Hollywood-Robin und der Diebe-Dealer und Killer-Kid, aber selbst nur die Mille will und in der Villa chillen. April-April-Kinder, ich bin noch immer derselbe Typ. So assig, dass ich meine eigenen Homies um Geld betrug. Kritiker fragen mich, kann ich eigentlich auch mal ernst sein? Klar, doch vorher finde ich noch dieses Zimmer voll Bernstein. Während ich besoffen im Volkspark nach Gold grab, nachdem ich gescheitert bin und weiterhin kein Erfolg hab. Doch bis dahin komme ich mit exquisiten Rap-Street-Easen für alle, die unsere Tracks genießen. Bei Shows bis in die letzten Reihen meine Texte schreien und mich damit motivieren, weiter an Raps zu feiern. Denn ich will euch entertainen und darin der Beste sein. Mich von allem Stress befreien mit 16 Zeilen. Und schon geht es mir viel besser. Dynamite und Drop geben mir mit dem Beats Backup. Musik ist wie Therapie, ich erlebe es jeden Tag. Wenn ich mir den Stress dann von der Seele geschrieben hab. Denn alle reden aber davon, nicht um zu leben. Doch lügen lieber und lästern, anstatt die Liebe zu geben. Deswegen will ich hier weg, doch fürchte ich werde es nicht schaffen. Weil irgendwelche verwirren mich wie der Derbe bequatschen. Und ich kann sie nicht stumm schalten, sie nicht den Mund halten. Und solange sie reden, sehe ich, wie sich ihre Zungen spalten. Sie nerven mich und merken nicht, dass sie wie Honks klingen. Und langsam werde ich ärgerlich und muss meinen Song singen. Denn Leute labern mich voll. Ich hab keinen Plan, was sie wollen. Hab sich alle meine Platten geholt. Aber jetzt hab ich zu viel Erfolg. Wieso kommen sie ständig zu mir? Ich hab doch diese Trend nicht kreiert. Das war letztendlich hier. Die konsumieren und nicht wir. Ich würde das und kritische Kind mit britischem Rinnen, weil ich noch mehr auf Welle als diese sittliche bin. Ich mag halb so nett wie eure anderen MCs. Ich lese nie in einzigen Fanbrief, dabei schickt mir die Fanpost schon zu den Kniekehlen. Doch wenn ihr mir was sagen wollt, könnt ihr mir ja E-Mail auf www.sam2me, fickt euch alle mal.de. Schon geschockt, Ohren zu, weil es noch schlimmer weitergeht. Text ist so bildlich, du denkst, dies ist ne Pixar-Disc. Wenn der Typ wiederkommt und durch ganz einen dummen Fixer-Disc, lachte ich im Beamer aus, während ich in meiner Rikscha sitze und deine Mutti, die mich zieht, heftig am Schwitzen ist. Früher hatte ich nichts, war blank als blank. Jetzt läuft die Sache nicht schlecht, denn ich hab's langsam erkannt. Dich und mein kranker Verstand kann, was kein anderer kann. Ich bin Autorregie und Kameramann. DBDB, egal ob Dorf, Bab oder City Kitty. Nimm, was dir zusteht und scheiß auf Fiddy Fiddy. Mach's wie Sesame Mitte, ich teile 90 zu 10. Sind die nicht freundlich zu mir, bin ich nicht freundlich zu denen. Ow! Dies geht an Typen und Chicks. Die im Start sind bei all unseren Gigs. Die mit Scheinbar, all unseren Hits. Und da sind mit Dynamite Deluxe, ey, ow! Es ist egal, woher ihr seid, wie oder wer ihr seid. Nur wenn ihr down seid, will ich, dass jemand derbe schreit. Für mich Tropf und Dynamite. Ich bin ein Brandleger, Langschläfer mit Schuhen aus Schlangenleder. Ein Angeber auf der Flucht vor Autogrammjägern. Dafür sagt manch ein Hip-Hop-Fan jetzt goddamn. Dieser Idiot Sam war tatsächlich Top 10. Der macht euch jetzt Pop, ne? Oder was? Geht eigentlich gar nicht klar. Aber irgendwie flow er krass. Ja, der Rap ist schon cool, der Beat ist schon fett. Nur ist das Gesamtprodukt nicht hip-hop-politisch korrekt. Zu Jungs wie euch sag ich bloß, lutsch mein Schwanz. Sie hört Gruppen zu deren Hits hier in Clubs. Keiner tanzt und die sind nicht untergegangen. Grund, sondern unter aller Sau. Typen werden auch gern Stars, ein Schwarm aller Frau. Hätten auch gerne einen Deal und ein paar Superhits. Aber haben leider noch weniger Talent als Tuba-Dicks. Und deshalb werden sie am Baum gebunden. Und erst nach 1000 Stunden von ein paar Frauen gefunden, die sie auch nicht loswitten, weil sie selbst doof finden. Aber mütterlich für damit Wasser und Brot dritten, damit sie überleben können, aber nicht durch die Gegend rennen. Und diese Dämlichen an meinen Nerven segeln im Regen schwingen. Denn auch MCs labern mich dicht. Nur eins, das checken sie nicht. Ich könnte rappen wie die, aber die nie rappen wie ich. Deshalb lasst mich alle in Ruhe, solange ihr Typen selber nicht schuft. Denn ihr meint vielleicht, ihr seid cool, aber Dynamite, the live rule.